Kommen wir kurz zur Politik. Russland droht mit einer Gassperre für Europa. Und das ist durchaus etwas, was man ernst nehmen sollte. Gerade mit Blick auf den nahenden Winter. Russland tut natürlich gut daran, aus seiner Sicht diesen Konflikt erst mit Einbruch der kalten Jahreszeit loszubrechen, wenn man das in Europa auch merkt, was damit gemeint ist, im Hochsommer mit Gasboykott zu drohen. Da zuckt man mit den Schultern. Aber wenn es so schön fröstelig draußen ist, dann wird man dann doch mal die Augenbrauen heben. Deshalb, das kommt jetzt langsam ins Thema. Was passiert? Der Ukraine hat Russland schon längst den Gashahn zugedreht, weil die auf Milliarden Schulden sitzen, die sie nicht bezahlen. Nun gut, das würde jeder andere auch machen, wenn der Abnehmer nicht bezahlt. Das machen auch die Gaswerke in Köln so. Aber hier ist jetzt die Situation eingetreten, dass Europa die Ukraine ja so unterstützen möchte. Und deshalb kauft man zwar Gas aus Russland, das durch die Ukraine geleitet wird, aber verkauft es dann wieder zurück an die Ukraine. Und da sagt Russland, Freunde des gepflegten Heizsystems, das ist nicht okay. Laut Vertrag dürft ihr das nicht. Und wenn ihr das weitermacht, die Verträge zu brechen, dann drehen wir euch das Gas ab. Und das ist jetzt natürlich für Europa was ganz Schlimmes. Dass man, um Gottes Willen, die drohen uns mit sowas. Das dürfen die gar nicht. Da müssen wir mal genau in die Verträge schauen, wer hier welche Verträge bricht. Ich habe sie nicht gelesen, kann es nicht entscheiden. Aber die Ungarn reagieren allemal und drosseln bereits diese Gaslieferung an die Ukraine, um dem russischen Wunsch hier nachzukommen. Vielleicht in dem Zusammenhang noch eine sehr interessante Information aus den Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF. Der ARD-Programmbeirat kritisiert die ARD wegen der Berichterstattung im Ukraine-Konflikt, und jetzt kommt es genau hinzuhören, als einseitig voreingenommen und gegen Russland gerichtet. Das ist ja mal eine Erkenntnis. Waren doch bisher alles Verschwörungstheorien und die waren doch alle angeblich so neutral. Aber selbst der ARD-Programmbeirat erkennt das inzwischen als ein solches. Und das geht nicht nur für die ARD, denn ähnliche Äußerungen gibt es auch aus dem Fernsehrat des ZDF gegen das ZDF, wo Kiew-treue Kämpfer in Sendungen, in Hauptnachrichtensendungen mit SS-Runen gezeigt werden, mit der Wolfsangel, sehr, sehr aggressive Nazi-Symbole. Und parallel dazu mit diesen Symbolen als Freiheitskämpfer bezeichnet werden. Und das bleibt dann unkommentiert stehen. Also auch hier die Kritik seitens der eigenen Aufsichtsbehörden an den Öffentlich-Rechtlichen. Sie würden hier einseitig gegen Russland Position beziehen und wären damit nicht mehr im neutralen Auftrag, den sie eigentlich haben. Finde ich ausgesprochen interessante Erkenntnis, wo sich die Journalisten der gescholtenen Medien, auch in den Printmedien, doch immer wieder rechtfertigen. Sie wären so neutral und nur die Leser und Zuschauer würden das nicht richtig einschätzen. Die hätten alle keine Ahnung oder wären russische Trolle. Ja, wenn die eigenen Aufsichtsräte und Beiräte schon kritisch die Finger heben, dann sollte man sich vielleicht doch selbst anfangen zu hinterfragen, wo man denn eigentlich positioniert ist. Denn eins ist auch nicht zu vergessen, die wichtigste Aufgabe der Medien ist es, unabhängig zu berichten. Das heißt, auf beiden Seiten die Missstände anzuprangern und die Politik zu kontrollieren und nicht Positionen zu beziehen für die eine Seite.